Okay. Also, der Stucki ist zurück, Motherfucki, auf YouTube mit einem neuen Video, Stucki Reportage. Ich hatte mega viel gefilmt für das Video, aber ich habe das Video noch nicht gesehen und ich bin mega gespannt, wenn du... Genau. Sorry zusammen und herzlich willkommen zu der 12. Ausgabe von Ich von Basel. Ja, so wie ich das Gefühl hatte. Ah, geile Qualität, Digga. Also das ist wirklich, da muss ich wirklich mal echt Props geben an YouTube für die Qualität. Da war er überhaupt nicht der Typ gewesen, zum Abheben. In welchem Kanton liegt das Zugang? Yes, Gott. Keine Ahnung. Der Flavio hat auch irgendetwas gehabt, wo bei den Leuten... Ich sag mal nichts dazu. Gezogen hat. Are you okay? Not so good. Ey, das war das legendärste Video, das die Welt je gesehen hat in Engelberg. Not so good. Seit nun mehr als einem Jahr sind die Social-Media-Kanäle des mittlerweile 21-jährigen Baslers tot. Ohne Abschied zu nehmen, hinterließ er eine Fanbase, die bis zum heutigen Tag auf ein neues Video wartet. Flavio Stucki, wenn kommt das nächste Video? Haben Sie nicht ein schlechtes Gewissen gegenüber Ihren Fans? Von der Der Dude, Alter. ...zu der Schweizer YouTube-Szene bis zur größten Enttäuschung des Genres. Ja, da kann ich wirklich nur zustimmen. Stucki, ein Film von Randolf Sösemann. Wunderschönen guten Morgen in Zürich. Wir sind da mit ganz speziell. Ja, genau. Der Stucki photoshoppt einfach seinen Kopf auf meinen Kopf bei den Swiss Comedy Awards. Schlimmer wird's nicht mehr. Mit ganz speziellen Nachrichten. Wir werden Ihnen mitteilen, dass der Flavio Stucki auch im Award für den besten und geilsten Sichter Nummer 1 Platz abgeräumt hat. Er ist einfach ein Star. Also, ich möchte einfach so werden wie er, weil es ist halt wirklich... Es ist bemerkenswert. Egal was ich gerade mache, ich lasse es immer aus. Ich lasse alles stehen und liegen und gehe an mein Handy, um das Video zu schauen, das neue Video von Flavio Stucki. Aber wenn er ein Video aufgeladen hat beim Arbeiten, dann gehe ich halt schnell 5 Minuten aufs WC, einfach, dass ich das Video schauen kann. Das ist mir wichtig. Oh Mann, jetzt kommt's. Den Flavio habe ich kennengelernt bei einer Awardshow. Alter, sehr motiviert bin ich am Reden. Wo er den Preis gewonnen hat für den besten Newcomer damals. Ich habe den Flavio als sehr aufgestellten jungen Mann kennengelernt. Sehr. Jö, alle schauen sie mal an, wie jung sie noch waren. Der Flaveli und der Jansen. Der Ständige. Alle noch ganz unschuldig, Chat. Alle unschuldig. Sehr down to earth. Hat Bro, ich habe das Video noch nie geschaut. Wisst, was er will. Und egal, was er gemacht hat, die Leute haben es geschaut. Ich habe YouTube gemacht, meine Videos hat niemand interessiert. Aber der Flavio hat auch irgendetwas gehabt, wo bei den Leuten. So. Also, Chat. Also. Das habe ich schon gemerkt, yo, der Dude ist gerade auf dem Weg. Arbeitsloser getarnt als Influencer, Digga. Recht hätte. Und schon ein Weltstar werden. Das haben wir sich wirklich nicht vorstellen, dass der abhebt. Der Flavio und ich waren auf einer gesponserten Reise zusammen. Und dort war eigentlich mehrheitlich noch alles sehr gut und cool gewesen. Also coole Dynamik. Aber manchmal hat es so ein paar komische Sachen gegeben. Gian Maria Finger, fingete Maria noch vor Josef. Wo ich dort aber auch noch nicht ganz so deuten konnte. Ja, und im Nachhinein weiss ich jetzt auf jeden Fall, dass das der Anfang vom Ende war. Oh damn, aber ist wirklich deeper Shit. Also ist wirklich, Chat, ich kann das bestätigen, ist wirklich eine really Story. Ende 2017 taucht ein Smartphone-Video im Internet auf. Es soll zeigen, wie Flavio einem seiner Protagonisten Geld zusteckt. Bezahlt der YouTuber tatsächlich. Vor allem, was macht der Kameramann, Digga? Wirklich Passanten dafür, sich absichtlich dumm zu stellen? Lügt er seine Zuschauer an, um Klicks zu machen? Ja, das habe ich ja miterlebt. Der Stuck war zu allem in der Lage denn. Als ich das Video gesehen habe, bin ich einfach. Nilay, sing a Songwriter aus einer anderen Galaxie. Stucki! Enttäuscht gewesen. Also Enttäuschung drückt es glaube ich am besten aus, weil ich kenne den Stucki als einen, der immer ehrlich ist und... Enttäuschung kenne ich eigentlich nur von der Musikkarriere von Nilay, weil einfach noch nicht so viel rausgekommen ist. Bis von ihm zu sehen, hat mich schon ein bisschen geschockt, ja. Ja, ich habe von all dem habe ich nicht gewusst. Also er hat immer erzählt, dass alles real ist und immer das so vorgespielt und...
du erwartest das ja auch nicht von einem Kollegen, dass er so tut, dass er das... Ja, das muss ich wirklich sagen, das waren harte Zeiten mit dem Flavio damals. So hinterlistig ist. Aber das Video war für mich auch schon der eindeutige Beweis, dass da etwas nicht ganz stimmt im Stück. Also das hätte ich wirklich nicht erwartet. Der Olli Nelson kommt auch noch vor. Also ich war mal bei einem IFROG Basel dabei, gewesen, hinter der Kulisse. Er hat mich nicht so nett begrüßt. Richtig frech eigentlich. So, ich bin extra da reingekommen. Aber jetzt zieh dich mal rein, wie er jetzt aussieht. Er hat mich einfach nicht begrüßt. Dann, sobald die Kamera angegangen ist, hat er dann so auf lieb gemacht, als wäre er, keine Ahnung, der liebste Mensch auf der Welt. Die, die er interviewt, die kriegen nachher den fetten Batzen. Und ab dem Moment ist eigentlich so... Ja, Chili, man hat kein Bild mehr gesehen, wo ich jung aussehe. Die haben es gesehen vorher. Karriere vorbei gesehen. Also, finito. Er hat es gewusst, dass das vorbei ist. So hätte er nicht mehr weitermachen können. Und seine Fans haben einfach komplett das Vertrauen verloren. Nichts mehr ist gross angeschaut worden. Auftritt, Absagen. Also, das Vertrauen ist weg gewesen. Am Schluss ist es dem Flavio dann einfach nur noch ums Geld gegangen. Er war schon lange nicht mehr aktiv auf den sozialen Medien, aber hat seine Kanäle einfach noch gebraucht, um die letzten Kooperationen umzusetzen und das letzte Geld aus seinen Kanälen zu holen. Man kennt ihn. Also Kontakt habe ich schon lange nicht mehr zum Stucki. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch lebt. Also ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, was der macht. Die einst vielversprechende Karriere des Basler YouTubers war vorbei. Jeder hasst da Flavio Stucki. Der Typ muss im Kopf komplett kaputt sein. Du weißt du, was ist das für ein Lied, Digga? Eben vor dieser Zeit habe ich den lustig gefunden, aber weißt du, bin ich 14, 15 gewesen. Dort findet man alles lustig. Oh damn, Alter! Das ist aber eine ganz harte Aussage. Mit 14 findet man alles lustig. Chat, wie viele Leute von euch sind 14? Ich finde eine dreckige Sieg, ganz ehrlich. Traurig, traurig. Echt schade. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, an dieser Stelle hätten wir Ihnen gerne ein Interview mit Flavio gezeigt. Nun ist er aber nicht erreichbar auf E-Mail, Telefon. Über Der Randolf Sösemann, ein Journalist aus Österreich. Und darum tue ich, Randolf Sösemann, renommierter Journalist, genau das, was... Renommierter Journalist. ...man von einem Journalisten erwartet. Ich gehe bei ihm zu Hause vorbei und stelle ihn zur Rede. Wie ist es gehört? Ach nee, was kommt jetzt? Hallo? Guten Tag. Wer bist du? Mein Name ist Randolf Sösemann. Wir arbeiten an einer Reportage. Das ist jetzt sehr deutlich, ne? Ich hab's dir gesagt, das war eine Scheißidee, hierher zu kommen. Der ignoriert uns konstant. Aus welchem Grund sollte der plötzlich uns reinlassen in seine Bude? Es hat auch niemals so eine Jawline wie der Stucki. Also, an alle Frauen, die jetzt gerade zuschauen. Stucki, Leute, rein in die Masse. Hirnrissig, verstehst? Abbrechen können wir auch nicht. Das ist der Protagonist Nummer 1. Die ganze Reportage dreht sich um diesen... Das ist der Protagonist Nummer 1. Alter, ich muss sagen, am Flavio ist Österreich wirklich 10 von 10, Digga. Und er ist ein verdammtes Arschloch. Als wir so abgewiesen... Aber ey, was ist denn das für ein Audi da rein? Also, es sieht ja aus wie das von mir, aber ich weiß auch nicht, wie das da reingekommen ist. ...dachte ich mir, das war's, die Reportage können wir so streichen. Denn ohne ein Interview mit dem Hauptprotagonisten macht die Reportage... genau so gesehen, das Pult ist vom Journalist. ...schon wenig Sinn. Doch dann kam mir eine... Jawline ist eben schon nicht alles. Das stimmt. Aber du hast ja auch noch den Randolf Sösemann beim Flavio Stucki dabei. Hervorragende Idee. Das ist eben das Geile, wenn man mit dem Flavio zusammen ist, dann kann er so zwischen Persönlichkeiten hin und her switchen. Wenn dich so der Flavio aufregt, dann sagt er dann so, ja, jetzt ist der Randolf Sösemann hier. Ja, guten Tag, hier ist das Sozialamt. Wir sind hier, um Ihnen Ihr Arbeitslosengeld bar auf die Hand auszuzahlen. Und so schaffte ich, Randolf Sösemann, es als erster Journalist an Flavio Stucki heranzukommen. Nach so viel Recherchearbeit und dann steht er vor mir. Es war ein großer Moment. Wir würden... Es war ein großer Moment. das haben wir gefilmt mit dem Stucki und ohne Scheiß, man sieht einfach nicht... Dass es zweimal der Stucki ist. Also das ist links der Stucki und das rechts, das ist auch der Stucki. Also es geht ihn eigentlich zweimal. Ein Interview mit ihm.
Wir waren so nah dran und doch so weit weg. Denkst du, dir wird Geld ablehnen, wenn wir dem Geld bieten? Ja. Ja, ich bin's nochmal. Ich wollte Ihnen sagen. Ja. Wir würden Ihnen 10.000 Franken bezahlen. 10.000 Franken? Chat? Da kann man schon mal ein Interview geben. Ein Interview. 20.000. Deal, Deal, Deal. Das Budget für die Reportage hatten wir zu diesem Zeitpunkt dann zwar um 20.000 Franken überschritten, doch es war eine... 20.000 Franken? Um 20.000 Franken überschritten. Okay, kein Budget. Ich würde fast behaupten, ein erfolgreicher Moment. Wir waren erfolgreich. Kann sein, dass Sie erfolgreich gewesen sind? Bitte das Bier weglegen. Doch. Doch. So ist es nicht im Bild, oder? Ah, chillig, Alter, jetzt ist meine Cam auf der falschen Seite. Seiner Sucht nach Aufmerksamkeit hörte er auf, Videos zu produzieren. Wie hätte ich noch Videos produzieren? Ich habe das Gesicht von allen Fans verloren. Jetzt hat das Bier wieder in der Hand. Wo rausgekommen ist, dass ich die Leute mich von Basel alle zahle. Als ich monatelang auf Aufmerksamkeit entzogen war, habe ich irgendwie etwas gebraucht, dass ich so Aufmerksamkeit kriege, ohne Videos zu machen. Und dann habe ich den Fokuhila geschnitten. Sein Plan ging auf. Seine Erwartungen wurden sogar übertroffen. Es dauerte nicht lange, bis das größte Schweizer Jugendmagazin auf die Frisur aufmerksam wurde. Wie lebt es sich mit einem Fokuhila? Ich habe eine Frage an dich, und zwar, warum, Flavio? Weil ich die Frisur schön finde. Kurze Zeit, nachdem das Video dann online gegangen ist, ist das Potenzial von dieser Frisur erkannt worden. Und wir haben angeboten, für das Magazin zu arbeiten. Es ist schon eine wilde Frisur, das kann man sicherlich sagen. Aber im Gegensatz zu einem Topf-Chat, einfach langweilig. Und ich habe den Job angenommen. Beim Magazin kriegte er dank seiner neuen Frisur wieder die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Doch auch diese Geschichte war zu gut, um echt zu sein. Wie die dummen Antworten in seinen Videos, war auch seine Frisur nicht echt. Doch, der Fokuhila war echt. Also ich habe mir zuerst die Haare lang gewachsen lassen, nachher den Fokuhila geschnitten. Also ich habe wirklich einen Fokuhila gesehen, es waren echte Haare. Das bin nicht ich. Das bin nicht ich! Wollt ihr mich verarschen? Acting 11 von 10, Chat. 11 von 10. Seit diesem Interview sind mittlerweile 4 Monate vergangen. Mhm. Wir haben es seitdem nicht mehr hingekriegt, Flavio zu erreichen. Wir werden abgeblockt. Unsere Recherchen, beziehungsweise meine Recherchen... Die Recherchen von Randolf Sösemann. ...haben aber ergeben, dass er im Moment die Rekrutenschule in der Schweizer Armee absolviert und er sollte sie heute Abend abschließen. Und aus diesem Grund warten wir wieder an der altbekannten Location vor seinem Haus und fangen ihn ab, wenn er dann nach Hause kommt. Guter Plan, muss man sagen. Guter Plan. Wir warten jetzt mittlerweile schon seit ca. 4 Stunden. Also für die Detektivarbeit, da muss ich einfach meine neue Brille aufsetzen. Das ist mir auch zu viel. Er ist noch immer nicht aufgetaucht. Ich überlege mir jetzt mal ohne Scheiß. Herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY. Das Reportage, wir sind seit 3 Jahren an dieser Reportage. Da kommt nicht, wollen wir die abbrechen. Und da ist er! Da ist er! Da ist er! Da ist er! Ja, guten Tag, Herr Stucki. Könnten Sie uns ein paar Fragen zu Ihren YouTube-Skandalen beantworten? Was denn? Warum haben Sie über mehrere Jahre Ihre Zuschauer verarscht? Bro, danke vielmal. Wegen Klicks, Fame und Geld vor allem. Aber das spielt ja keine Rolle. Haben Sie im Militär reflektieren können? Ja, das Militär hat mir gezeigt, dass meine Stärken den Glauben nebeneinander schlagen, als drin Leute zu unterhalten im Internet. Ey, das sehe ich ganz genau so. Also ich finde, Flavio, der ist im Militär sicher besserlich aufgehoben. Und aus dem Grund... Vor allem besserlich aufgehoben, Digga. ...und habe ich mich für eine Militärkarriere entschieden. Dankeschön, sind ihr mit dabei gewesen. Dankeschön, haben ihr jetzt vielleicht sogar noch das Video geschaut. Mhm. Aber das war es von mir auf YouTube gesehen. Ja, merci. Es ist einfach schade, dass der Flavio jetzt definitiv aufhört. Zeig, mein Name ist Flavio Stucki und ich bin wieder Stucki!
Der Flavio ist wieder back auf YouTube. Ey, sehr, sehr nice Video, Digga. Kuss, Bro, geht raus. Schön, bist du wieder zurück auf YouTube. Wieso komme ich da drauf? Es freut mich sehr. Danke an Adi, Can, Marc, Olli, Luca, Nike, Elias, Janis, Lin, Moritz, Easy, SBN und das SRF. Ey, der Flavio Stücki, Madeflüxen ist zurück. Sehr, sehr nice. Ich freue mich auf die nächste Zeit. Es wird einfach, es wird auch wild. Es wird auch zu wild. My heart went. My heart just got stuck.